Junge, das ist unnormal schwer. Da sind auch Rubine drin. Alter, das hat 10 Euro gekostet, Leute. Wir gucken, was wir rausholen, ob wir Gewinn machen. Ihr seid live dabei und wir machen es jetzt auf. Viel Spaß. So Leute, nach langer Zeit gibt es endlich wieder ein Video von uns beiden zusammen. Darauf habt ihr ja lange gewartet, wir haben drauf lange gewartet. Voll ungewohnt, oder? Jetzt geht's los. Letztes Mal haben wir ein Amazon-Video gemacht, wie wir ein Restpostenpaket gekauft haben und wie man damit Geld verdienen kann. Das kam relativ gut an, deswegen haben wir uns entschieden, mal etwas bei eBay zu kaufen. Und das wollen wir jetzt gleich mit euch öffnen. Ich weiß nicht, ob Patrick noch was sagen will. Genau, ja Leute, wir haben uns ja lange an die Corona-Regeln gehalten und jetzt ist sozusagen wirklich das erste Video, was wir wieder zusammen aufnehmen. Echt cool, wir haben auch gerade eine halbe Stunde waren wir auf Instagram live das erste Mal und da waren bis zu 32 Leute waren, glaube ich, eben dabei. Also folgt uns auch gerne auf Instagram, da kommt da jeden Tag Content von uns. Ich freue mich echt schon auf das Video heute, ne? Weil das Paket hier gebe ich dir schon mal mega schwer. Ich glaube, man kann ordentlich Geld damit machen. Ich hoffe es. Ihr wisst ja alle Leute, wir probieren immer Sachen günstig einzukaufen, um sie dann teurer weiter zu verkaufen oder vielleicht behalten wir auch Sachen davon. Ich würde sagen, wir labern gar nicht zu lange. Genau, ich habe auch das japanische Messer hier. Nice. Was machst du da eigentlich schon wieder für japanisches Küchenmesser? Das Küchenmesser ist von Teddy. Sieht aus wie feinste Handwerksarbeit. Also Daniel kann ja schon mal anfangen, das Paket komplett aufzumachen. Zeig den Leuten, dass du es auch wirklich gerade aufmachst. Das sehen die gerade rüber. Zack. Ich kann ja nochmal was sagen. Also Leute, letztes Mal haben wir in dem Paket, das zeige ich euch hier unten mal kurz ein paar Aufnahmen, haben wir ja 20 Euro für das Amazon-Restpostpaket bezahlt. Diesmal nur 10 Euro auf eBay. 30 Teile sind drin und warte mal, bevor du was zeigst, ich lese nochmal ganz kurz vor. Nice. 30 Teile Restposten, Sonderposten, Mischpaket, Schreibwaren, Dekowaren, Bastelartikel, Elektroartikel. Scherzartikel, also Kosmetik, alles Mögliche. Ja. Die Kiste ist auf jeden Fall bunt gefüllt. Vielleicht kannst du sie auch ein bisschen noch mal so zeigen. Also erstmal so sieht es jetzt hier aus. Ja. So, und wir fangen, glaube ich, einfach mal mit der ersten Sache an, die einem gleich ins Auge springt. Und zwar mit einem Bilderrahmen. Boah. Ich kann dir mal zeigen. Der sieht ja mal heftig aus. Da kann ich auf jeden Fall 13 cm mal coole Bilder reinmachen. Weißt du schon, von was du da Bilder reinmachen würdest? Von deinem Kater? Oder ich glaub, von meiner ersten großen Liebe. Oh weia, willst du mich verarschen? So, machen wir weiter. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kann einer von euch sagen, was man damit macht. Das sieht aus... Was ist das? Ja, irgendwas, das du ja kannst halt sprayen, ne? So eine Vorlage. Ach, okay. Fuck. Also richtiger Müll. Hä? Auf eBay bringt das bestimmt was. Quatsch. Ist das für die Shisha? Nee. Was ist das denn? Was steht da? Kaiserhof, same Stil. Oh, Batterien. Gulaschpott? Also wenn jemand von euch solche Batterien benötigt. Ich schau noch welche. Ja, aber so eine große noch nicht. Ja, für Gulasch, dann für den Gulaschkessel. Also, braucht jeder. Boah, das ist echt ein Highlight. Schaut mal hier. Und der UVP von dem Ding ist 1,99. Okay. Also das werde ich auf jeden Fall auf dem Flohmarkt für 1 Euro wieder weiterverkaufen. Habe ich schon fast die 10 Euro wieder raus. Geil. Was ist das denn? Also hier sind noch... Warte, ich zeig mal kurz was. Was ist das hier? Ich kann es überhaupt nicht sagen. Also hier haben wir noch einen Duschkopfhalter. Der ist wirklich perfekt. Genau so einen habe ich schon lange gesucht. Der ist verstaubt wie sonst was. Aber wenn jemand von euch auch einen Duschkopfhalter braucht, könnt ihr gerne haben. Dann gebe ich den... Ja, wird mir wehtun, aber ich werde ihn... Ich habe was Cooles. Ihr wisst ja, Daniel ist ja auch bekannt als Sneaker-Falke. Und wenn ich mir so, wenn ich so das Paket angucke... Ey, ohne Spaß, die sind doch Killer. Ziehst du ja, perfekt, oh mein Gott. Welche Größe? 41. In meiner Lieblingsfarbe. Ziehst du die einmal an fürs Video? Nee. Oder doch. Er zieht die, glaube ich, einmal an fürs Video. Boah, oder ich gehe auf den nächsten Flohmarkt damit. Na, geht doch. Ja, warte mal. Was sind denn so eine Gummistiefel wert, Leute? Könnt ihr da irgendwie was sagen? Also die bringen bestimmt auf dem Flohmarkt, werde ich die auf jeden Fall für einen Fünfer verkaufen können. Dann war da hinten ein, zwei Sachen. Wir haben schon knapp 7, 8 Euro locker raus, aber wir recherchieren mal nachher, was die Sachen auf eBay bringen. Jackenhalter, oder? Ein Handtuchhalter eher. Handtuchhalter. Handtuchhalter. Ja, brauche ich auch. Geil, hier sind echt nur nützliche Sachen drin. Alles, was hier bis jetzt drin war. Guck mal, hier ist ein Jackenhalter. Ja, das sind Jackenhalter. Hier haben wir noch, oh, Gold ist immer gut. Also Patrick liebt ja Gold über alles.
Ja, aber was ist denn das für ein Plunder, Daniel? Ey, aber ist schon frech, dass das als Einzelteil genommen wird. Nee, 30 nee. Teile und dann ist ein so ein Ding. Eins, was ist das denn für eine Scheiße? Also das ist ja schlimmer, das Paket, als das erste. Ja, Video. Das ist richtig als, cool. Als das Amazon-Paket. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dieses Paket rauszusuchen. Man hat auch nur einen 10er bezahlt. Nochmal Batterie? Nochmal Batterie, schau. Nochmal Batterie. Haben wir jetzt schon zweimal. Also morgen auf dem Flohmarkt werde ich diese Box sicherlich für 2-3 Euro verkaufen. Die Farbe steht dir auf jeden Fall. Danke. Oh, nochmal. Nochmal. Wie viele Sachen hast du? Glaube ich. Eine Pillenbox, die brauche ich auch immer, das ist ganz wichtig. Da stand doch Elektronik, was sind die Elektronik-Sachen? Die Elektronik-Sachen, die kommen noch. Wo denn? Hier. Den hatten wir doch auch bei, sag schon. Den hatten wir auch im Amazon-Video, diesen Stöpsel, Leute. Könnt ihr euch noch dran erinnern, den hatten wir da auch schon. Oh mein Gott, niemals. Boah, die sehe ich bei dir. Alter, ihr glaubt es nicht, einfach eine Supreme Cap. Eine Supreme-Mütze. Schön. Oh mein Gott. Let's go. Oh mein Gott, wie geil. Ja. Ey, so den habe ich wirklich schon lange gesucht. Schon wieder mein Highlight hier. Das ist ja schon der zweite, der Gulaschkessel. Warte. Gulaschkessel. Ich kann noch mit zwei weiteren dienen. Also vier Stück. Das ist ja richtiger Plünder. Aber das ist Deko. Top. Das ist top. Können wir da hier irgendwo hinlegen. Aber wo sind denn die Pokémon-Spiele und sowas? Wo sind die geilen Vintage-Klamotten? Ja, und wo sind die Elektronik-Sachen, frage ich mich. Weiß jemand, was man damit machen kann? Schaut mal. Boah, fokussiert der echt Weltklasse hier. Hat die Größe von... Was ist hier irgendwelche... Also hier sind noch weitere Pillenboxen. Also die gefallen mir auch. Also die waren ja auch im ersten Video dabei schon, ne? Die Farbe ist echt super. Boah. Hier weg. Aber guck mal, so kannst du wieder lose Nintendo-Spiele reinmachen. Ach super, so, stimmt. Spiele und, so. Und dann sind noch ganz viele von solchen Teilen hier da. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber wenn es jemand von euch zu gebrauchen hat, gerne in die Kommentare damit. Hier, das ist für euch. Ja, okay. Ne, hier, guck doch mal, hier ist noch ein Highlight. Was? Oh mein Gott, wie gut. Fashion Girl. Hebra. Ehrlich gesagt frage ich mich, wo die Highlights sein sollen. Also ich habe die Highlights an, die Supreme-Mütze, die ist echt Weltklasse. Zeig mal deine Schuhe, die du an hast. Daniel hat sie gleich anprobiert hier. Diese, Weltklasse. Diese also Gummistiefel. Für meine nächste Tour, ideal. Die passen ihm, ja. Also Leute, wie gesagt, nochmal, wir haben jetzt 10 Euro bezahlt für das Paket. Kann man nichts gegen sagen, weil alleine Batterien, sowas geht auch safe auf dem Flohmarkt immer für 1 bis 2 Euro weg, würde ich sagen. Dann haben wir hier sowas, so einen Haken, die du einfach klebend an die Wand machen kannst. Das geht auch, und das ist auch, glaube ich, ganz gutes Material. Ja, das ist Edelstahl. Keine Ahnung, was das ist. Also es sind schon ein paar Sachen, für die kriegt man schon ein bisschen Geld. Auch gerade vielleicht nochmal hier dieser... Der Laden kostet schwer. Neu, wenn du den im Laden kaufen willst, locker 8, 9 Euro. Ja, also es sind jetzt nicht die ganz krassen Sachen, aber auf jeden Fall das Amazon-Paket, würde ich sagen, besser. Das haben wir ja von eBay, ich weiß gar nicht, ob wir das gesagt hatten, aber das haben wir von eBay, wie gesagt. Ich schätze mal, wir haben jetzt mal die Sachen überschlagen, wenn du die auf den Flohmarkt packst und sagst, für jeden gefühlten Euro, 1 bis 2 Euro, naja, kannst du bestimmt 30 bis 50 Euro machen, 30, 40 Euro. Also auf jeden Fall 20, 30 Euro Gewinn. Hat mega Spaß gemacht, das auch zu machen. Auch. Schreibt uns gerne in die Kommentare, Leute, wenn ihr sowas feiert. Schreibt auch gerne mal, was ihr am coolsten fandet. Also ich hatte mal so ein 100-Euro-Paket gesehen, das ist ja genau. Auch interessant. 100-Euro-Paket machen wir auch und dann nochmal ein richtiges Elektronik-Paket. Ja, ihr habt es gesehen, Leute, wir hoffen, wir konnten euch unterhalten. Ja, die Leute sollen abonnieren, oder? Ja, das wäre super schön. Und einen Daumen nach oben. Und einen Daumen nach oben geht, freuen wir uns immer, Leute. Deswegen so, das war's von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, seid fleißig. Und sucht euch die Sachen aus. Sucht euch die Sachen auch, Leute.